So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Wir sind mit dem Jagdpanda in Westfield. Und an einer ganz ungünstigen Stelle. Wir müssen gegen Neuner, da haben wir keine große Chance. Da werden wir jetzt gleich mal einen Rückzug andrehen. Die Su-100, die macht sich auch gleich vom Acker. Da ist das auch einfach zu fett. So. Wollen wir hoffen, dass wir hier ein bisschen überleben. Aber die Hoffnung muss man da nicht haben. Im Allgemeinen machen sie einen hier recht schnell nachgesprengt. Wenn die Neunern hier, also da ist nicht viel zu holen. Was erzählt da? 45k Battles, irgendwas erzählt der Jagdtiger. Kommt hier ein Bärchen auf? Oh, und halt mal eine drauf. Ja, das war mir doch klar. Gegen Neuner, das ist eigentlich Kikifax da anzutreten. Wenn es nach mir ginge, könnten sie das wirklich noch reduzieren. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Könnten sie das noch reduzieren hier, also nicht zwei Unterschied nach oben, nach unten, sondern bis eins Unterschied nach oben, nach unten. Mit so einer Kanone gegen Neuner, das ist ja völlig witzlos. Haben wir hier drüben T34, na gut, wenn der rausguckt, dann könnte man eine drauf brezeln. Ach, die geht nicht wegzumachen. Na, der traut sich nicht raus. Gut, konzentrieren wir uns weiter hier rauf. Jagdtiger, was war das? Jagdtiger, war das nicht auch so ein gekauftes? Ach nee, das war, ich weiß jetzt gar nicht, war der Jagdtiger, war das ein gekaufter oder war das ein erarbeiteter? Ich kann die gekauften Dinger nicht leiden. Ich kann die gekauften Dinger nicht ab, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's denn aus zur Zeit? Was ist ein Forsch, ne? Komm her mit dem Forsch. Ach so, Forsch, das ist auch ein Neuner. Da mit seinem kleinen IS licht dich mit dem Forsch an. Hat er eine Macke. Ja, wer ist denn das? Er ist doch verrückt. Oh, da ist er wieder, der Jagdtiger. Der ging nicht durch. Ich kann da drauf schießen, so lange wie ich will. Ich kann vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich die Kette zerschießen. Oh, der Forsch will hier raufkommen. Ja. Oh, haben wir auch schon ganz schön nackt gemacht, den Jagdtiger, ja. Der Tiger. Na komm, Tiger. Komm her. Oh, D29. Drin der 34er, der versteckt sich noch im Haus. Die trauen sich auch nicht so recht über den Berg. Oh, 5:1. Das gewinnen wir auch noch. Na gut, mir soll es recht sein. Aber dadurch, dass ich natürlich nichts getroffen habe oder nichts beschädigt habe, ist es natürlich ja nicht unbedingt der Burner, aber auch wenn wir gewinnen. Man will ja auch ein paar Punkte machen. Ich will ja meine größere Kanone haben. Da fehlen mir noch, ich glaube 4600 fehlen mir noch. Na komm mal mit deinem Forsch oder was auch immer. Kommt mit irgendwas hierher. Huch. Das ist der prime Indien-Panzer von uns. Na komm, du Forsch. Genau, wieso heißt denn das Ding eigentlich Forsch und nicht Forsch? Das ist doch ein Froschfresser-Panzer. Mann. Hier E75, da macht große Löcher. Da macht große Löcher. Den haben wir hier drüben. Ah. Ja, wieder so ein gekauftes Mistteil hier. Ja, komm, bleib stehen. Dass ich da eine draufbrennen kann mit auf dein gekauften Drecksklo. Ah, gut. Okay. Wir haben sie nicht angekratzt. Sollten wir vielleicht mal einen Turm nehmen, ha? Wir haben sie nicht mal angekratzt!
Arzt. Ja, toll. Der ging nicht durch. Ja, komm. Das geht wunderbar. Der ist wieder der Viecher. Oh, ich will jetzt wissen, wo ich bin. Da mit seinem Forsch hier, mit seinem Forschfresserpanzer hier. Mach dich weg hier, sonst kriegst du eine drauf. Ach, verdammt. Ach, zu spät. Was haben wir hier? Den AMX. Der Froschfresserpanzer. Forsch. Erstmal eine Zigarette ziehen. Oh, das gewinnen wir. Hält die Essefeste. Komm, Sturm. Und den Frosch haben sie weggemacht. Alles klar, Schüssel weg, euer Sheridan. So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Wir sind mit dem Jagdpanther in Prokhorovka Begegnungsgefecht. Und ich bin schon ein wenig fertig auf den Röhren heute, weil ich schon die ganze Nacht auf die neue Kanone zuarbeite. Jetzt fehlen mir noch 1700 Punkte. Und da ist ja auch noch angefahren, also das versitten hier. 1700 Punkte fehlen mir noch. Da bin ich nur halb hier. Ach, hier bin ich. Da will ich doch gar nicht sein, wo ich jetzt bin. Oh, streiten sie sich ja um Platz an der Sonne oder wie? Ach, ich muss mal hier herstellen. Es ist zwar ein bisschen sehr offen hier, aber vielleicht kann man ja von hier aus ein bisschen was reißen. Hier zum Beispiel den da hinten. Die Höllenkatze. Ja. Ja, hier versucht uns einer zu umgehen. Mit seinem komischen Steward. Und shit, daneben. Und Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Weg, wir sind auf Scouten, so schon mal gerade gern. Oh, wir haben Aris. Aris sind dabei, wie es aussieht. Zwei Stück. Wenn ich das richtig sehe. So, was haben wir hier vorne? Und hier. Ah, vielleicht noch hier. Mit einer komischen AL-44. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, sie ist auf Sprache bedingt eine neue Kanone. Treffen sie nicht die Hände am laufenden Band. Aber es bringt ja nichts, wenn nichts passiert. Der ging nicht durch. Gut, haben sie weggemacht. So, was ist mit dem hier? Steht da in Michel. Hier, was haben wir hier vorhin? Die haben sie nicht mal angekratzt. AT-8, ach, diese Mistdinger, diese AT-Buden. Ich bin gefressen hab wie von Schmierseife. So. Jetzt noch mal die Hütte hier weg. Na? Na? Komm noch bitte, na komm noch bitte, komm noch bitte. Die Augen. Ah, verdammt hier. Man sieht sie nicht, versteckt sich hinter der Hütte. Mal sehen. Was noch kommt. Einfach mal reinhalten. Vielleicht haut es die Hütte irgendwie klar. Können wir uns mal dahinter verstecken. Na, genau das meinte ich. Jetzt ist die Geschichte, du Mistkuchen. So, was haben wir hier? Skulptieren KV1S, das direkt mir den Arsch her. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, stehen, du Mistkuchen. So, stehen bleiben, schön stehen bleiben. Und tada, wunderbar. Wunderbar. Und noch eine, komm. Und wo ist er? Ach Mann! Verdammte Scheiße! Ah, bleib schön stehen! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Okay, Kette ist weg. Versucht er sich hinter die Hütten zu verstecken. Okay, haben sie nicht gemacht. So, wie sieht es hier vorne aus? Haben wir hier? Okay, haben sie auch weggemacht. So, was haben wir hier? Da haben wir diese Kack AT-8. Da kann ich überhaupt nicht leiden. Nicht ja, das ist klar. Oh gut, muss ich rausgenommen.
So, wie sieht's aus? Da vorne ist ein Hellcat. Komm her, du Hellenkatze. Zeig mal deine. Kraftdeckung voll durch ihre Panzerung. Und, komm. Verdammt. Ja, bleib. Na, Grütze, Dirken. Gut, hat einen anderen Wetten weggemacht. So, was haben wir hier vorne noch? Noch mal eine Hellenkatze. Schaka, weg war er. Hier drüben. Jagdpanda und Jagdpanda. Was hätten hier wegräumen? Nur ein Schussfeld sein. Dann sind jetzt noch zwei Aris, zwei Jagdpanda und. Da gibt's da oben ein IS. Verstecken die sich irgendwo oder was? Na, können wir aber mal hin, ne? Ich hab's jetzt hinten gemacht. Hahaha. Da ist schon früher hängen sie. Der AT-8 wird ein bisschen scouten. Na, sag mal, was ist denn los? Die sind doch in der Fahne. Die hocken doch hier auch schon früher. Mal ein bisschen reinhalten hier. Was wackelt denn hier? Ah, was haben wir hier drin? Ach, bitte jetzt nicht abstürzen. Vorhin ist es schon mal abgestürzt. Gut, den haben sie weggemacht. Dann haben wir hier den Jagdbrander. Shit. Versteckt sich dahinter. Wenn wir draufhalten. So treffen wir es aber treffen es nicht. Gut, haben sie auch weggemacht. Alles klar, gehen wir mal auf Dingsjagd. Auf Ari-Jagd. Die müssen ja noch irgendwo rumkommen. Ich vermute mal, die wird sich jetzt hier hinterwärts irgendwo hin verpissen wollen. Denn die fühlen sich jetzt garantiert da unten nicht mehr so richtig sicher. Wir werden sehen. Vielleicht nehmen sie die Fahne auch schon vorher ein. Ach, das kann ich nicht leiten. Wenn man so überlegen ist, so im Vorteil ist, wenn sie dann doch noch die Fahne einnehmen. Okay, also da lässt man doch die Pfoten von der Fahne weg. Da jagt man doch erstmal die anderen Panzer. Und nee, weil sie unbedingt 5 Punkte sammeln. Da kacke ich dann auch drauf auf die paar Punkte, die man fürs Fahne einnehmen kriegt. Der eine ist hier. Sind alle Beete hier? Gucke an. Ja, gut. Gut. Versucht noch zu kämpfen. Ganz mutiger. Respekt. Da versucht er noch zu kämpfen. Und weg war. Alles klar. Schüsse weg. Euer Sharadan.